ich denn craften? Irgendwas wollte ich. Weiß ich nicht. Ja. Herzlich willkommen bei Tenmo The Invested Gaming. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ihr habt doch schon mal gehört. Das war die Stimme von Coolman. Grüß dich. Hallo. Und die Schuhe, die mich sagen. Hallöchen. 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 So, was haben wir jetzt so vor? Du hast das Spiel verlassen? Schuki ist schon wieder raus. Schuki will gar nicht mitspielen. Was? Kann ich sein. Doch, stand gerade. Schuki will das Spiel verlassen. Hey. Ich hab da gar nichts verlassen. Ja, ich weiß das nicht. Mal kurz runtergehen zur Kaktusfarm. Ich glaube, bei mir stürzt es ab. Das habe ich das Gefühl, da habe ich mich eher hier. Ja, dann machen wir halt schon mal weiter. Ich bin gerade zurückgepackt. Ich war da gerade auf dem Weg nach unten. Welcher Kaktus war denn? Ich habe unten einmal gebaut. Aber die funktioniert, glaube ich, noch nicht so richtig. Nee, die hat noch nicht so richtig Lust. Na, ja, es backt gerade wieder rum. Wir sind. Oh, jetzt bin ich wieder hier oben. Ey. Irgendwas. Ich glaube, den nächsten Server machen wir wieder unter der Version 1.14. Die laufen wesentlich stabiler. Ich kann die Truhe gar nicht aufmachen. Das ist ganz was Tolles. Ja, ich liege auch gleich hier zurück. Ich komme gar nicht rein. Doch. So gut geradeaus. Jetzt kommst du rein. Ja, ich hoffe. So, mal hier ein bisschen das abbauen. Kann es vielleicht auch sein, dass sich zwei Mods miteinander nicht richtig vertragen? Nö, eigentlich nicht. Dass es nicht zum Absturz kommt. Nö. Aber halt, dass die sich gegenseitig in der Performance... Nö, eigentlich nicht. Da alles durchgetestet. So, wo sind jetzt die ganzen... Ach ja, die habe ich angesaugt, die Dinger habe ich angesaugt. Oh. Ah, ich habe mal so weit gegoogelt. Ich habe auch versucht, irgendwelche Mods nochmal zu installieren. Nur serverseitig. Zur Stabilität. Aua. Das kriege ich ein. Aber dann kam ich nicht mehr drauf. Er hat gesagt, du musst auch clientseitig sein, obwohl das rein nur auf dem Server ist. Das, was sich behagelt hat, habe ich beseitigt. Weil sonst wüsste ich jetzt auch nicht mehr, wo es liegen sollte. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich ein bisschen Eisen herkriege. Na, der Server leckt ein bisschen. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, okay. Müssen wir jetzt mit leben. Das Einzige, was sich damals behagelt hat, das war der eine Mod für die Kobolde. Der hat sich behagelt mit einem anderen Mod. Das habe ich aber beseitigt. Ja, das ist blöd. Ich kann meine Pfirsiche nicht aufnehmen. Ja, er leckt gerade auch ungemein. Ungemein. Ja. Aber schon heute nach dem Neustart, da war schon 46 Ticks hintereinander. Aber gut, ist halt so. Modpack gespielt gehabt mit über 300 Mods, hat es nicht so geruckelt, was mich sehr irritiert. Ja, keine Ahnung. Das war 1,20. 1,20, ja. Das verwundert mich gerade extrem. Ja, kann es nicht ändern. Geruckelt. Gut so nicht. Es leckt auch so dermaßen. Das ist irre. Ja, das stimmt allerdings. Darum habe ich auch den Hinweis nochmal gegeben, Redstone-Schaltung nur nach Absprache. Weil das habe ich vergessen im Regelbuch aufzunehmen. Aber ist ein generelles Problem. Na gut, dann, wie gesagt, es gibt auch fällige Modpacks, aber da habe ich keinen Bock zu. Weil irgendwas fehlt mir immer, was ich gerne haben möchte. Ja, das ist klar. Was meinst du, Coolman? Kannst du hinzufügen? Ja, habe ich auch schon durch, dann funktioniert das eine oder andere nicht mehr. Oh, mir finde ich halt. Sagst du, so einfach ist das Ganze auch immer nicht, komischerweise. Weiß auch nicht warum. Aber gut, okay, wenn es nur so ein bisschen leckt, dann muss ich auch wieder einspielen.
Denk mal, mit der Zeit wird sich's auch alles legen. Ach, das denke ich doch auch. Muss gleich wieder nach oben gehen, meine Spitzhacke reparieren. Schlimm ist halt nur, wenn du gerade irgendwo am Kämpfen bist und dann oh, oder am Abbauen bist und das leckt dann wieder zurück. Ey, es ist ätzend. Das ist nicht nett. Das ist wohl wahr. Oh, jetzt ist hier die Steine wieder da? Ey, das macht doch keinen Spaß hier. Sind da auch wieder die Steine wieder drin? Ey, Freunde. Oh Mann. Oh, meine Güte, ey. Mein Gott, Wald, hey. Also hat er auch erst in ein paar Tagen, dass er so richtig. Ich weiß es nicht. Letztes Mal waren wir Freitag online und Ja. da lief er richtig klasse. Da lief kein null Problemo, Genau. ne? Da lief er ohne Probleme. Ja, das war ich Samstag online, dann hat es richtig rumgespürt. Ja, genug Speicher hat er. Dann kann es auch nicht liegen. Haben sich vielleicht ein paar Mods einfach geupdatet? Aber könnte ich ja nicht, oder könnten wir ja nicht joinen. Macht auch keinen Sinn. Genau, nee. Automatisch wird da nichts geupdatet. Jetzt habe ich auch ja, durch beim Modpack zusammenstellen. Hast du irgendwas geupdatet? Machst du ein neues Update, weil dir der und der Mod braucht das. Und dann, ui, toll, super. Ja, läuft ja nicht mehr. So. Ich habe eine Wasserkastanie, habe ich. Was soll ich mit der Wasserkastanie hier, Freunde? Ah. Das ist tierisch. Ach, einfach locker bleiben. Ja, das denke ich auch. Oh ja. Was denn? Es wird schon wieder dämmerig. Ich glaube, da kommen wir bald wieder. Nun red doch weiter. Warum unterbrichst du denn immer? Ich bin gerade am Überlegen, deswegen, weil ich Ach so. unterbrochen. So, hier ist das mal zu. So. Ich habe die ganzen Kakteen, die du uns mal vorbeigebracht hast, die habe ich dann einfach mal ist der denn jetzt hingekommen? Okay, so. Jetzt einfach mal einen Keller gebaut für eine Kaktusfarm in der Hoffnung, dass es funktioniert. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ja, das stimmt allerdings. So, ich denke mal, das wird jetzt so funktionieren. Hoffe ich doch. Gehe ich wieder nach oben hoch. Ne, wenn Mods inkompatibel ist, dann das zeigt dir ja auch an, dass da Konflikte dann sind. Das hat ihr nicht gehabt. Könnt ihr schlafen? Könnt ihr schlafen? Können wir bestimmt. Warum? Weil ich das jetzt dämmerig ist und ich mein Projekt nur am Tag machen kann. Hast du ein Projekt? Ja, ich bin auf Eisen. Kannst du doch nach da auch machen. Nee, geht nicht. Wieso geht Das das geht nicht? sogar so besser. Warum geht denn das nicht? Nee, nicht so richtig. Weil das so stocken dunkel ist immer. Und dann nur so ein paar Nervis da sind. Da muss ich nervig zusammenhauen, meine Güte. Ja. So, gut, ich bin im Bett. Mal, wie wir den Server erstellt haben, da lief alles problemlos. Wahrscheinlich ist es nur halt, weil die ganzen Schranken so weit auseinander sind, dass es da ein bisschen sich behakelt. So. Dann sind wir schon mal 2000 Blöcke in jede Richtung, habe ich erforscht. Ein bisschen, wenn es nicht ganz so schlimm ist. So, aber wir standen so, wir mal meine Spitzhacke reparieren. Jetzt kann ich mit der bald nicht mehr arbeiten. Oh, das ist schlecht. So. Und dann kümmern wir uns Ruckelt unten. wieder. Ja, hast So. recht, ich bin zurückgeparkt. Ja, mein Gott. Okay, Bambus gefarmt. Bambus gefarmt und da mal hat es geruckelt.
Der Baum ist abgebaut. Du wolltest einsammeln. Oh. So, das brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Ich wollte meine Hacke reparieren, genau, das war das. Meine Spitzhacke reparieren. Boah, nimmt er gleich 6 Stahlbarren für, alte Bambule, ey. Boah, ich bin mit den Techniken noch gar nicht so richtig angefangen. So, mal gucken, wie viel Eisen haben wir hier denn noch? Oh, auch nicht mal allzu viel. Aber gut, das kriegen wir hin. Eisen meinst du? Ja. Ich kümmere mich. Ja, können wir auch gemeinsam machen. Bleib doch mal locker. Ja, lass mich doch auch mal ein bisschen was tun hier. Ja, kannst du doch auch. Du kannst auch die ganzen so klatschen. Nee, lass mal stecken. Sie hat es nicht so mit dem Klatschen. Da kriegst du auch Eisen vorne. So, was machen wir erstmal hier ordentlich hier? Das Rotholz. Machen wir erstmal ordentlich Stöcker von. Zack. Dann machen wir hier. Kann ich hier nichts reintun? Hallo. Server. Ein Rotholzzaun. Erstmal ein paar Zäunchen bauen hier. So, gleich erstmal um die Tierchen kümmern. Mhm. Hallo, geht schon wieder nicht? Was würde ich. Ah ja, ich würde schon. Zack, und jetzt nochmal ein paar Türchen bauen. Zwei, reicht erstmal. So. Habe ich Erde dabei? Erde habe ich, gut. Dann kümmern wir uns erstmal um das Viechzeug. Dann machen wir hier alles ein bisschen schön. Oh. Oh Mann, ey. So, das war aber extrem. Das hatten wir aber auf einem Server auch mal alt mal gehabt, wie verrückt. Oh ja. Sehr gut, das war ja auch die Welle waren. Da auf einem von unseren älteren Server hatten wir das aber auch mal gehabt, dass das dann so dermaßen rumgebockt hat. Ja. Stimmt. Einmal. Glück. So, das hat das aufgenommen. Kann ich hier jetzt nochmal. Zack. So. Oh Mann, ich habe den Raum natürlich symmetrisch gebaut. Was hast du gebaut? Symmetrisch? Den Raum. Ah ne, ich kann die Schmetze ja. Kann ich auch 4x4 bauen. Dann geht's ja immer noch. Na klar. Hier sollen wir Kupfer verziehen. Cool. Ich glaube, ich muss die Decke doch ein bisschen höher setzen. So, mal diesen Hügel hier weg. Den kleinen Hügel hier. So. Wie gesagt, ich habe so viele Server-Mods, nur für einen Server, aber die habe ich versucht zu installieren. Und obwohl nur Server-Seite dabei stand, muss auch ein Client auch gemacht werden. Ich habe jetzt Kupfer vergessen. Wie bitte? Da gibt so viele Server-Mods, habe ich mal nachgegoogelt, die rein nur für den Server sind, serverseitig sind, aber trotzdem nicht funktionieren.
Weil du kommst ja nicht mehr, kannst nicht mehr. Oh, was ist das? Ey, das ist ja heute extrem. Oh ja, aber ehrlich, du. Machst ja 20 Sachen gleichzeitig hier. Immer wieder neu. Ja, so ungefähr. Sag mir schon mal zwei, drei Stück versucht, wegen halt, dass die Chance halt anders geladen werden oder sowas. Und Endeffekt war gewesen, ich kam nicht auf dem Server nicht drauf. Und das Auch ist nicht dann auch schlecht. nicht. Ja, das ist ganz schlecht, ist das. Das ist ganz doof, ist das auf Deutsch gesagt. Wo habe ich meine Honeycombs hingetan? Weiß ich nicht. Da, gefunden. Ich hab sie nicht. Ich glaube, ich kriege es aber nicht raus. Ja, das ist ja auch jedes Mal hier zurück. Das gibt's ja wohl nicht. Was ist das Ja, es für? ist bei mir auch. Das ist bei mir aber auch. Mich auch gewundert, da geht's schon wieder nicht mal weiter. Gut. Mann, es passiert doch jetzt nicht gerade allzu viel. Es reißt keiner, kein gar nichts. Es muss halt Nee. jetzt ganz, aber ich merke schon, wenn ich hier abbaue, die Steine, das funktioniert nicht. Also diese Version macht keinen großen Spaß. Weiß auch nicht warum. Nee. Ist auch wieder nur einer. Jetzt kommt der Stein gleich wieder hin. Jetzt war er wieder da, dann war er wieder weg. Das ist ja toll. So. Die Dinger hier kurz rausbauen. Hier soll ja später so, hier mal ein bisschen hier auffüllen. Hat zu viel Erde derzeit hier. So, Gesundheit. Jemand verschüttet? Danke. Ja, ich mir selbst. Okay, dann geht's ja. Gab's Verletzte? Kann ja alles erfragen, da kann ja alles passieren. So, zum Glück sind wir jetzt da. So, ein Haufen Erde hier. Machen wir hier erstmal zu, das Ganze. Dum, 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 dum. Oh, sag mal, ist aber schönes lustig hier. Weiß ja nicht, wo du dich rumdrückst, was du da machst. An meinem Büschchen bin ich gerade ein Ach so. bisschen. Und dann bin ich wieder zurückgebackt. Ja, der backt auch gerade wieder. So. Toll, die habe ich schon gerade abgebaut. Merkt immer mal bei Tinkers Werkzeugen, wenn er nicht dreimal drei abbaut, sondern nur ein, dann merke ich das. Ist da irgendwas Ich wieder? merke schon daran, an meiner Spitzhacke, dass die Blöcke nicht auftauchen. Ja, weil am Freitag, wie wir aufgenommen haben und gespielt haben, da lief das ohne Probleme. Ja, null Problemo, kann ich nicht anders sagen. Moment, ne, ich schenke gerade meinen Kupfer. Ich jetzt mal zurück. Ja, und Samstag fing es dann an zu laggen, komischerweise. Ich kam auf dem Server und habe echt Probleme gehabt. Samstag war gar nicht übel. Samstag waren wir unterwegs. Nee, Samstag Ja, das stimmt. war ein Samstag. Ach, was war ein Samstag? Ach, Samstag, ja, stimmt, da waren wir bei Schwiegermutter. Da waren wir gar nicht online. Und heute Morgen war Genau. der Server abgestürzt. Musste ich neu starten. Das kommt ja öfter mal vor. Ja. Da habe ich auch schon mal ausgewechselt gehabt. Die waren schon wieder da. Das gibt es aber gar nicht. Das Spiel mobbt einen ja schon wieder hier. Okay. Oh, sag mal. Was hast du denn? Backe ständig zurück.
Und nicht nur du. Also ich nicht, ich merke ja nur, dass halt meine Steine hinweg. Jetzt ist wieder. Gerade backt er wieder extrem. Aber wirklich, du aber sowas von. So, jetzt ist er einfach wieder zu. Das haben wir. Ich will hier nur ein bisschen hier einebnen, mehr will ich ja gar nicht. Das brauche ich noch. Auf dem Erde ja, erstmal. Echt viel zu klein, die Designs. Was ist zu klein? War ein Raum zu klein, die Designs. Könnte das noch passieren? Die man irgendwie so designt, dass man denkt, ah, geht ja. Wo man Satz mit X war. Weg müsste ich eigentlich nochmal hochsetzen. Wo brüllst du denn, Schoki? Bin gerade wieder auf der letzten Etage. Unter Tage bin ich ein bisschen. Und wieso müssen wir dann schlafen gehen, wenn du unterirdisch bist? Ja, frag mich auch. Wenn unterirdisch ist, was willst du dann schlafen, genau. Jetzt machen wir durch. Aua. Mal durch bis morgen früh. Echt, den will ich. Boah, dieses Lama da oben geht mir auf den Keks. Welches Lager? Lama. Achso, Lama. Ich hab Lager verstanden. Entschuldigung. Nicht das Lager, das Lama. Und kann auch sehen, wie der gefuscht hab. Backt gleich wieder wahrscheinlich. Jupp. Normalerweise dürfte es doch keine Probleme haben. Was hat er für Probleme, hey? Mal müsste der 1A schön laufen. Ja, müsste eigentlich schnurren wie eine Katze. Ja. Aber tut er aber nicht. Aber es ist ein generelles Problem auch von der ab 1,14. So, jetzt haben wir hier bald alles fertig. Das ist doch schön. Bald alles eingeebnet. Terraforming hoch 8 hier. Wir müssen die ganzen Löcher stopfen. Muss ich auch noch machen, Löcher stopfen. Ja, muss ich auch noch machen. Das muss ich auch noch machen, Löcher stopfen. Dank der Tinkers-Werkzeuge geht das ja, das Terraforming relativ gut. Ich habe mir die ganz normalen Minecraft-Sachen gebaut. Bis auf die Axt habe ich von Tinkers. Ich habe ja ordentlich Tinkers, wie es gehört. Richtig. Doch, nee. Ich brauche die Tinkers-Sachen ja so. Müssen wir nur mal ein paar Kühe finden. Ja, das müssen wir auch noch. Die habe ich alle umgebracht. Was? Bei uns umgebracht? Was? Was? Wie? Wo? Sobald ich eine Kuh sehe, ist sie nicht mehr da. Wir waren noch früher Kühe. Leder geworden. Früher waren ja doch bei uns hier noch Kühe. Ja. Ja. Ja, die werden wir schon wieder finden. Ich habe keinen Mist mehr. Hast du jetzt ordentlich Eisen gefunden, Schoki, oder? Mist, das war jetzt. Ich habe 5 Eisen. Naja, und dafür machst du so einen Aufriss? Was heißt der Aufriss? Weißt du, wie schwer Eisen zu finden ist? Weißt du, es ist an jeder Straßenecke? Ja, das stimmt. Das ja. Hier kriegst du es nicht mehr so. Dafür kriegst du Kupfer.
Du kriegst Kupfer an jeder Straßenecke. Das stimmt. Schon wieder zurückgebackt. Ja, dann komm. Geht mal wieder zurück ins Lager. Ins Lager the same. Hier doch nicht an. Nee, das ist das okay. Wieder zurückgepackt. Es wäre mal schön, wenn sie Minecraft irgendwie neu programmieren würden. Komplett neu. Nicht auf Java, sondern irgendwie. Ich weiß nicht. Bedrock ist kein Java. Ach, bin ich schon wieder hier raus. So, was war hier? Was haben wir hier noch an? Geht der Rucksack nicht auf? Jetzt aber. Das da rein, das da rein. Du weißt ja, langsam und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Mhm. Oh, was packt er die immer da rein? Das Sausack soll er doch nicht. Das soll das ins Lagersystem schmeißen. So, alles erstmal da rein, was wir nicht brauchen. Die Hacke brauchen wir erstmal nicht. So. Aber das. Ja, das haben wir doch schon mal. So, was ist mir mal auf der Leiter passiert? Das war nicht toll. Nee, da ist man nicht not amused. Auf der Leiter nach unten, in die Tiefe. Ich gerade noch so abfangen. Boah, ey. Wäre so ein Jukebox-Zombie. Komm mal her, Freundchen. Ja, genau, komm her. Komm mal, Mutter. Stimmt, das war ja die mit der Musik. Genau, so ein Jukebox. So ein Jukebox-Kumpel, ne? So ein Ghetto-Blaster. Ach, ich wohl hier. Ah. Hab ich schon gewundert. Ist nicht mehr. Was? Wie? Wer? Wo? Hä? Ah, hier sind Ball. Oh, kann ich nicht hauen. Ja, das ist fies momentan, gerade bei den Monstern, ne? Wenn das so backt, dann musst du aufpassen, dass du nicht sonst wo reinfällst. Ja. Da fällt Schuppi ja so gerne in Löcher. Ja. Naja, ich weiß nicht. Ganze Pforte zu Fleisch mal eintauschen, ey, was ich habe. Ja, mach mal, kriegst du Diamanten für. Was? Ja. Waiting for the server. Ah, ich bin mal nicht zurückgeflogen. Na. Aua. Wer schießt denn hier? Der hab ich gestern auch schon rausgeschmissen. Flying on the server is not enabled.
bin angeblich auf dem Server geflogen. Mhm. Ich bin aber nur runtergefallen. Aua. Dieser kleine. Oh, jetzt kann ich ihn gegen. Oh, es ist. Ja. Ich kann jetzt nicht kämpfen, das ist doof. Jetzt habe ich so einen ganz kleinen Bogenschützen hier, ne? Okay. So einen halbstarken, ne? Er beschießt mich natürlich. Ich kann ihn nicht. Oh, wo ist er denn? Ich kann ihn nicht. Oh, er trifft mich? Ey. Das ist doch scheiße, ist das doch. Der trifft mich andauernd und ich kann ihn nicht schlagen. Der Server leckt. Vielleicht bin ich tot. Und schnell weg. Ja, aber warum kann der mich treffen, der Server leckt und ich ihn nicht? Das ist doch. Das entbietet meiner jeglichen Logik. Dann dürfte der mich auch nicht treffen können. Hier ist aber. Ups. Hä? Leckt der Server schon wieder? Ja. Oh. So, jetzt habe ich ein Blatt gemacht. Wird doch mal Zeit hier. Ist ja fürchterlich. Ja, ich bin zurückgepackt. Aber wenn ich starte den Server ja nochmal neu. Fahre ich ihn runter, starte ich neu. Was denn? Ich wollte ins Haus, bin ich aus dem Haus rausgeflogen, ey. Durch die Tür. Komm dir am besten Familien vor. Das Haus mag dich nicht. Nee. Wahrscheinlich. Wer schießt denn hier? Packt gleich wieder. Mal kurz was essen hier. Was haben wir hier angelegt? Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Fliegt einer in der Luft und ich sehe gar keinen. Das ist ja auch toll. Wie? Keine Zäune mehr? Will ich mich verarschen? Ja toll, den letzten Sound setzt natürlich wieder so blöd hin, ne? War ja wieder klar. So, machen wir hier das Türchen hier wieder rein. Dann machen wir hier wieder so eine Doppeltür hier rein. Aua, warum schießt er mich denn hier? Ach, das wäre so eine kleine linke Ratte hier schon wieder.
Leckt schon wieder. Also im Kampfmodus ist es echt blöd. Ja, das ist mehr als blöd. Ich komm noch, komm noch. Also leicht frustrierend kann das sein. Ich muss mal gucken, ob ich diese kleinen Missviecher irgendwie ausschalten kann. Ja, ehrlich, du solche Kackkinder hier, das braucht kein Mensch. Ist ja fürchterlich, ey. Ehrlich, ey. So, jetzt habe ich ein Schweinebeet angelegt und eine Kuhweide. Mal gucken, dass wir jetzt die Tiere irgendwo kriegen. Jetzt gehe ich aber erstmal kurz nach Hause. Weil ich muss nochmal zwei Tore nochmal bauen. Oh, pack die Sachen da wieder rein. Das ist heute ja extrem. So. Ja, vier Stück von denen. Jetzt machen wir das Ganze hier so. Und jetzt müssen wir nochmal so eine sowas bauen. Hallo? Hammer. So. Also irgendwo muss was im Hintergrund laufen, was das Ganze so gerade hier abtickt. Da liegt das gar an Applet-Eggis-Dingsbums, weil das so viel da im Hintergrund läuft. Bitte? Da liegt das an diesen Technik-Mod vielleicht sogar. Das andere und so rumfuhrwerkt. Yes. Der ist eigentlich ziemlich stabil, der Mod. Aber irgendwas muss doch jetzt sein, dass es seit Samstag nicht mehr läuft. Ja, aber ehrlich, du. Ich kann nichts mehr anklicken, Ja, weil ich genau, wieder auch dachte, zurückgebackt wieder, ja. Blümchen hier. Ist das lieb? Dann wollen wir Tiere fangen, ja? So Spaß. Irgendwie. Ja, es geht schon. Wir werden schon ein paar Tierchen schon kriegen. Aber hier sind gar keine Tiere mehr, wo wir hier sind. Ja, das ist komisch. Also ich habe jedenfalls keine platt gemacht. Vielleicht hätte ich mir ins eigene Fleisch Oh, geschnitten. wieder Ich habe auch zurückgepackt, ja. keine bei euch platt gemacht. Hier sind keine mehr. Wir hatten wir immer hier ein paar Kühe und ein paar Schweine und sind irgendwo abgestürzt. Und ein paar Schafe. Da waren die auch. Das war mit Pillager. Oh Wo bist du nein. denn? Hier neben unserer Werkstatt. Ja, und ich ignoriere sie da. Kommt sie mit klar, oder? Bin erstmal abgehauen. Ja, keinerlei Tierchen hier. Mal gucken, wo wir Tierchen herkriegen. Ah, ja. Greifen die sogar unser Haus an hier sofort? Oh, ein Plünderer hier. Dumm die dumm die dumm die dumm. Oh, ey, das ist ja ätzend. Jetzt geht's nicht mehr. Oh, ey, das ist doch wohl doch Horror hier, ne? Los, geh weg. So, haben wir.
Ja, das sind hier Krümelesser. Da ist er ja. Siehst du, mal gucken, ob wir ein paar Bilderchen hier machen. Mensch, meine Güte. Da vergesse ich das wieder. Ja, dann starte ich. Pfeil in der Hauswand. Und Schoki hat zwei in. Das ist Schoki halt, ne? So, wenn das nächste Mal wieder ein Dorf besuchen, gibt es wieder einen Angriff. So. Was hast du eigentlich für eine Rüstung, Coolman? Ich? Eine Netherite-Rüstung. Was habe ich hier? Was ist das überhaupt hier? Canola. Canola kenne ich nicht. Canola kommt erstmal hier in die Kiste hier rein. Ach ja. So, was haben wir hier? Es fühlt sich so langsam, ist doch nicht verkehrt. Mal ein paar Sachen hier reinschmeißen. Schwarzpulver. Unheilvolles Banner habe ich. Was macht man damit? Nix, Deko. Frage. Deko, okay, gut. Dann kommt das in den Mülleimer. Kann dann irgendwann mal vernichtet werden. Genau. Also Sperrmüll. Die Schmiede wird begutachtet. Und der ist ja schon wieder raus und weg. Blüte? Ja, da warst du gerade schon wieder raus und weg. So, wollen wir mal gucken. J. Zeige Monster, zeige Tiere. Sind nirgendwo Tiere in der Umgebung hier? Was ist das denn? Es sind keinerlei Tiere hier. Was ist denn hier passiert? Ich weiß es nicht. Es waren mal Kühe da, es waren mal Schafe da. Das weiß sind kein nichts mehr da hier, alles weg. Das ist ja merkwürdig. Kurz hier mal reingehen. Oh, ey, ich will. Hä? Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein hier, ne? Ja, dann starten wir nach dem Abendessen den Server neu. Habe ich hier eine Leine? Nein, natürlich nicht. Ich habe keine Leine. Hallo? Computer? Ah, hallo? Oh, ich pack immer wieder zurück ins Loch. Ganz schlimm gerade hier. Ja, ich kann es mal gerade nicht ändern. Musst du mitleben? Nee, sag ich ja. Müssen wir alle mitleben. Ah, die Blümchen kommen hier mit rein. Auf dem Einzelwarten, was auch mal gehabt. Irgendwann hat es sich dann wieder gelegt. Das weiß ich auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchen das mal war. Ich glaube, auf 1.7er war das. Bin ich der Meinung. Wäre stark zeitverzögert. So, kurz mal repariert hier. So. Was machen wir jetzt? Gut, Ruhe geht nicht auf. Aber er sagt doch, das Server zeigt aber nicht an, dass der Server wartet. Das ist echt gediegen. Ich wollte euch die Leine mitnehmen. Ich bin ja blöd. Haben wir hier eine Leine überhaupt? Noch Leine haben wir da. Ich brauche nur eine, die anderen können wieder rein. Zack, Hammer, gut. So, Mann, dieses Gebacke ist aber heute recht schlimm. So tierisch, ne? Meine, von den Werten her,
war es am Freitag genauso von den Zeiten, aber irgendwas ist anders. Aber nicht so extrem, Schatz. Nicht so extrem. So, jetzt bin ich hier. Das ist jetzt ein generiertes Dorf. Da gibt es nichts. Gut. Jetzt mal ein bisschen das verrottete Fleisch hier loswerden. Achso, ich muss es auch aus dem Rucksack holen. Sonst bringt mir das nicht viel, ne? Nee, das bringt ja sonst wirklich nicht viel. Das ist wohl wahr. Jetzt habe ich einen Diamanten gekriegt. Das ist doch schön. Ja, genau. Da musst du richtig drauf sparen. Wie in echten Leben. So. Mal gucken, hier gibt es auch allerhand Obstbäume. Was können wir hier mal mit in unseren Obstgarten? Mango haben wir ja schon. Die haben wir. Hey, jetzt zurückgebackt. Mangos haben wir. Haben schon Mangobäume überhaupt gepflanzt? Weiß ich gerade gar nicht. Weiß ich jetzt auch nicht aus dem Stegreif. So kann ich es nicht sagen. Was haben wir hier? Gooseberry. Kann man ja ein paar mitnehmen. Wir brauchen 8 Stück. Brauchen wir. Oh, er leckt wieder. Komm her. Nimm die Sachen nochmal auf, ey. Wir haben 11, das reicht. Plumbum haben wir auch. Wir können ein paar Plumbum hier nochmal mitnehmen. Pflaumensaft hilft gegen Verstopfung. Ja. Wenn du mal nicht auf den Thron kannst, ne? Genau. Ist Traubensaft nicht verkehrt. Nee, da stand drin. Pflaumensaft, genau. Jetzt, wo du es sagst. Das zeigt ja nirgendwo Tiere an hier. Hä? Gibt keinerlei Tiere mehr? Ihr müsst mir doch eigentlich auch die Tiere anzeigen. Oh Gott, der leckt aber auch gerade wieder extrem. Ja, gerade ist wieder tierisch. Dann müsst ihr mir doch anzeigen hier am Hafen. Wo ist denn der Hafen wieder? Da. Da zeigt ihm aber auch keine Tiere an. Was ist das denn? Alle ganzen Tiere am Hafen gekillt. Und nicht gefüttert und nachgezüchtet. Hier sind Tiere da, die werden wir aber jetzt werden wir angezeigt. Sehr witzig. Also die Tiere werden doch angezeigt, wie das geht. Aber da, wo wir leben, sind gar keine Tiere. Das ist ja doof. Da läuft doch gar nichts in der Gegend rum. Aber partout auch überhaupt nichts. Oder gilt das nur, wenn ich mich innerhalb dieses von dem Chunk mich aufhalte? Dass dann da Tiere sind. Man wüsste. So, hier sind ganz viele Kühe. Wie kriege ich euch das mit? Soll ich den ganzen Weg laufen mit euch? Habe ich keinen Bock zu. Ach du lieber Gott. Das ist ja bis zum bitteren Ende.
Das ist wirklich bis zum bitteren Ende. Du bist jetzt im Bruchtal, ne? Ja. Auwei. Hier gibt's bei Bauer Willi, gibt's nur was zu fressen? Ja, ich bin im Bruchtal, ja. Nicht irgendwelche Tiereier zu kaufen? Nein, gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Da müssen wir halt gucken, ob wir irgendwo was kriegen. Kommen wir mal wieder nach Hause. Bautz. Hatte Bautze macht. Oh, ey, diese Backerei, ey. Ist heute aber schlimm. So, wie hieß denn das Dorf? Gleich hier um die Ecke hier. Wie hieß denn das? Bergeheim, da gehe ich mal hin. Das Teleportieren ist so nah, das kostet nichts. Ich komm mal mit. Ach, jetzt kommt hier gleich ein Überfall. Haha. Ist das nicht toll? Wolltest du nach Bergerheim? Ja, habe ich nicht dran gedacht, dass ein Überfall kommt. Da unten gibt's Spinnen. Okay, hier ist irgendwo ein Überfall, aber ich sehe nichts. Wo ist denn der Überfall? Ich sehe ja gar keinen. Wo sind die denn? Das Dorf ist sicher, hier ist nämlich keiner. Wo findet denn Überfall denn statt, bitteschön? Ja, wenn ich das mal wüsste, vielleicht weiter oben. Hier sehe ich auch nichts. Auch nicht. Du bist ein Eisengolem? Wow, oh, er hat mich gerade total erschrocken. So dermaßen wieder zurückgebackt. Wo ist ein Überfall? Ich sehe ja keinen Überfall. Nicht. Nur gerade den Eisengolem gesehen. Genau. Wo ist denn hier der Überfall? Hallo, Überfall? Hä? Ich sehe auch keinen roten Punkt oder sowas. Oder kommt Überfall jetzt nicht, weil der Server leckt? Das kann vielleicht ganz gut möglich sein. Wie bitte? Ich könnte nicht gerade aufgepasst. Wir sind hier im Dorf, hier muss irgendwo ein Überfall passieren. Aber hier ist nichts. Ich sehe hier nichts. Richtig passiert hier nichts. Der Eisenbohl und der Tiger hat hier nur so ein bisschen rum und dann war es das. Habt ihr oben eine Hotbar gekriegt? Ja. Ja. Da sind sie irgendwo versteckt. Ja, da klappert schon das ganze Dorf. Da ist was Rotes, da ist etwas Rotes. Oh, sind irgendwo eingefallen. Wie? Jetzt mal wüsste. Kannst du auch nicht vernünftig hier lang gehen, weil einer zurückbackt. Du siehst ja auch nichts. Jetzt ist alles. Hä? Ja, da können meine Bienen jetzt auch nicht mehr dran krepieren. Oh. Ist doch irgendwie gar nichts hier. Nee. Alles Wind vor der Hoftür. Hier gibt es ein Schaf. Hier zwei Schafe. Da gibt es gar nichts.
Hatten wir das nämlich neulich auch schon mal, dass das hier irgendwie nicht so. Hatten wir auch Überfall, aber kein Mensch war da, ne? Mhm. Ja, die ersten zwei Wellen waren, die dritte Welle kam dann irgendwie nicht mehr. Jetzt hier wieder was Rotes in der Gegend. Was soll das denn sein? Auch wieder zurückgepackt. Das sind unten nur zwei Creeper da unten. Wo ist der Überfall? Wir sind irgendwo in so einer Höhle gespawnt. Warum kommen die nicht raus? Das kann vielleicht auch sein, jetzt wo du es sagst. Gehe ich hier lang? Oh Mann, ey. Wollte eigentlich Tierchen holen. Sind die hier oben vielleicht auf? Das ist nur ein Skelett. Was er nicht hauen kann. Das ist ein Huhn. Das bist du da oben. Ja, das bin nur ich hier oben, ja. Aber ich sehe hier keinen Überfall. Keine Ahnung, wo der... Ich auch nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Aua. Oh. Was war das denn? Was mich jetzt hier... Was war das denn? Bin ich runtergefallen oder sowas? Ja, ich aber auch. Jetzt habe ich zwei Eier noch. Wo kommen die denn her? Wenn, dann können die jetzt nur hier unten irgendwo sein, ne? Hier aber auch kein. Wo sind die denn? Zumindest hast du hier Schafe. Ein Schaf habe ich nur gesehen. Ja. Das können wir dann mitnehmen mit der Lane. Sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Du siehst hier keinen mit dem Dingsbums. Das ist echt gediegen. Das ist echt gediegen. Du siehst ja keinen einzigen, der hier irgendwie... Siehst zwar eine Menge roter Punkte, aber du siehst keinen, der hier irgendwo hier ist. Zeig dir den Überfall an und hier kommt gar keiner. Das ist ja interessant. Dann gehe ich wieder zurück. Gehe mal zurück nach Bruchtal. Zack. Zack. Das ist ja wieder toll. Essen kann man auch irgendwie nicht. Ah, jetzt geht's. Ja, es. Weiß nicht, was er. Wenn ich muss den kompletten Rechner-Start nochmal machen. So, kurz ein Bettchen wieder aufstehen. Das kann ich nicht aufstehen. Und ich kann mich nicht hinlegen. Ja, aber der wieder leckt. Ja. So. So.
blubbert, hier wächst alles schön, das sieht schon mal ganz gut aus. Aber Tierchen haben wir auch nicht. Na gut. Na gut, das soll es für diese Aufnahme erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao. Ciao.